So ein gerissenes Schwein klaut uns einfach den Saphir vor unseren Augen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot. Wir gehen jetzt in das Geheimlager der Rockets, denn wir haben alle beiden Passwörter. Warte, wo ging's denn? Ich glaube hier ging's lang. Ja, ich glaube hier. Und wir waren auf Island, 6 waren wir, glaube ich. Und dort haben wir dann den Saphir entdeckt, im Punktloch, ja. Und vor unserer Nase, oh, ein Hopsprops oder wie es hieß, Hopspross, ja, so ähnlich, wurde uns der Saphir geklaut. Dieser Wissenschaftler, er sah so ein bisschen aus wie ein Rupen, ja doch, so ein bisschen wie ein Wissenschaftler, der hat, den Saphir geklaut und es dem Team Rocket verkauft. Das heißt, wir gehen jetzt in das Team Rocket Lager und werden wahrscheinlich, wenn wir da alle Generäle und so besiegt haben, den Saphir ernten. Und den werden wir dann natürlich, Celio geben. Damit wir dann endlich die Pokémon holen können, auf die ich so lange warte. Unter anderem Mewtwo. Mushi gab 2 Postwörter ein, aber Cobra, Makuhita, Atiu kam. Die Tür zum Lager ist offen. Sehr gut. Tja, selbst schuld, wenn Team Rocket seine Passwörter nicht für sich behalten kann. Rocket Lager. So, ach, ist ja cool. Wieder sowas. Kleine Rätsel, die mag ich immer. So, da unten ist ein Ball. Ich gehe mal hier rauf. Sehr gut, das hat mich gleich hier nach oben gebracht. Und dann haben wir ein Upgrade. Alles klar, gucken wir mal an, was es bringt, das Upgradechen. Kenne ich nicht. So, ab nach unten. Upgrade. Ein durchsichtiges Gerät, es enthält jede Menge Daten der Filth Co. Naja, vielleicht brauchen wir das für später irgendwann. Ich setze... Der Rammler ist ja 50 schon. Ich setze mal den Loot nach vorne mit 46. Kann ich ja mal machen. Hallo, junge Dame. Nun sehen deine Pokémon stark aus. Möchtest du sie verkaufen? Du möchtest kämpfen? Siehst du nicht, dass ich kein Team Rocket bin? Normalerweise hättest du jetzt fragen müssen, wie kommst du hier rein? Ich werde dich vernichten. Ein Hunduster ist ja geil. Ein schönes Feuer, Hundemon. So die Weiterentwicklung. Ein schönes, Feuerhund. Ein schöner Feuerhund, so. Stärke hätte ich Schaufler einsetzen können, aber hat schon so gut wie alles abgezogen. Finte eine Unlichtattacke. Hat jetzt aber nicht unbedingt die Superstärke hier gegen Loot. Zack, Stärke besiegt. Und Hunduster. Jetzt kommt wahrscheinlich Hundemon. Oh, es ist. Diese Pokémon sind richtig cool. Hundemon, Hunduster. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Richtig coole Pokémon. Die würde ich auf jeden Fall in meinem Team haben. Würde ich die fangen können. Weil Hundemon sieht richtig cool aus. Hunduster geht noch, aber Hundemon sieht wirklich richtig stark aus. Mal sehen, wer hier der Boss ist. Giovanni auf jeden Fall nicht. Ja, das war nur eine kleine Gruppierung in Kanto, geleitet von Giovanni, glaube ich. Und hier ist es etwas anders. Hier ist wahrscheinlich ein anderer im Vorstand, der auf jeden Fall stärker ist. 3-2-2-2-3-2, sehr schön. 47. Und das Spiel ist besiegt. Team Rocket Ripple. Aber zu viel für mich. Ja. So, dann tauschen wir mal Loot gegen Aerodactyl aus, damit ich Aerodactyl vorne habe. So, hier ist ein Generator. Kann ich da irgendwas umstöpseln oder so? Was ist das für eine Maschine? Es ist besser, nicht daran herumzuspielen. Ein Telefon. Es ist besser, nicht zu benutzen. Was? Ich sollte es nicht benutzen. So, das führt mich nach unten. Das hier müsste richtig sein. Na toll. Oder doch, könnte richtig sein. Ich bin mir nicht sicher. Warte, wenn ich da runter, bringt mich das dahin. Wenn ich da... mal sehen. Weiß ich noch nicht, müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt nicht den Text durchgelesen, den er gerade von sich gegeben hat. Hat mich nicht interessiert. So, Macholo, sehr gut. Da können wir Flügelschlag andauernd einsetzen. Ich denke mal, der hat dann noch einen Mashok, vielleicht auch Mahomai. Wobei ich denke, die Frau hat da auch kein Hundemon, dass er wahrscheinlich dann auch kein Mahomai hat. Aber Mashok auf jeden Fall. Flügelschlag, wie gesagt, Flug gegen Kampf ist sehr effektiv. Also... brauchen wir gar nichts bedenken oder so. Es wird weggerollt. Ne Macholo. Da kommt wahrscheinlich als drittes ein Mashok. Level 48 ist allerdings schon ein relativ hohes Level. Gefällt mir aber, dass wir jetzt nicht mehr ganz so unterschiedlich sind. Ich bin zwar immer noch vom Levelunterschied her niedriger als die meisten Pokémon hier, aber ich bin schon nahe dran. So ein Mashok. Es gibt auf jeden Fall mehr Erfahrungspunkte, ist ja klar. Eine Weiterentwicklung. Und ein dementsprechendes großes Level bringt mehr. Ah, und es überlebt auch. Einen höheren Spezialwert. Überroller. Vom Überroller überrollt. Ein Spruch von Pokémon Stadium. Mein Gott, was war das da für ein Reporter, Kommentator? Es war echt grottig.
Aber so grottig, dass es dann wiederum lustig war. So, 1501, das ist nicht wirklich viel. Was glaubst du, was du tust? Ich glaube, ich besiege dich. Oder ich habe dich besiegt. Das wird da lang, das da runter. Da war ich schon. Hier, das würde dahin führen. Da, das führt zum gleichen Weg. Und das hier führt hierhin. Interessant. Jetzt könnte ich dahin, das würde mir nichts bringen. Ah, ich kann hier so nach oben gehen. Interessant. Nein! 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 Oh. Egal, war nicht schlimm. So, warte. Hier war es, ne? Nee, wo bin ich jetzt lang gegangen? Da war es nicht. Hier wäre es da runter. So, das war es auch nicht. Hier war es, ne? So, so. Und dann war ich hier, genau. Gehe ich hier nach oben. Dann gehe ich hier diagonal nach oben. Ja, vorsichtig. So, jetzt habe ich es mal geschafft. Ohne Probleme eigentlich. Und hier oben liegt ein Ball auf einem Tisch. Das sieht aus nach einem... Ach, nach Matschbombe. Sehr gut. Mal sehen, ob ich das irgendjemandem beibringen kann. Matschbombe. Eine schöne, giftige Attacke. Eigentlich sogar einer mit der stärksten Giftattacken. Würde ich mal so behaupten. Öffnen wir das Ganze mal hier. Und gucken wir mal. Matschbombe. Matschbombe, Matschbombe, Matschbombe. Wo bist du? Matschbombe da. 90, 10, 110. Gegner wird mit dreckigen Schlangen beworfen. Naja. Rammler? Ja. Ich bringe das auf jeden Fall Rammler mal bei. Ich werde ihn eh nicht mehr lange haben. Obwohl ich jetzt vielleicht aber auch... Ach, egal. Doppelkick kann weg von mir aus. Jetzt haben wir endlich eine Giftattacke mit einem Gift-Pokémon. Wer hätte das gedacht? Endlich, endlich, endlich. So. Zurück, 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 zurück. Und dann beginnt das oder geht das Rätsel weiter. So. Okay, ach nee, dann sind wir gleich im nächsten Raum. Wahrscheinlich geht er nach oben und dann kommen nochmal solche Rätsel. Die anderen haben mir bereits von dir erzählt. Aber es kann nicht sein, dass ein Kind wie du unseren Boss Giovanni kennt. Oh, dann ist er doch nicht nur in der Gruppierung von Kanto gewesen, sondern hat das ganze Team Rocket unter seiner Kontrolle. Ein Hypno. Jetzt habe ich keine Unlichtattacke. Obwohl, ich habe Aerodactyl vorne, aber ich glaube, Biss hatte ich doch verlieren, ne? Ne, habe ich noch. Biss! Sehr effektiv. Wäre geil, wenn Aerodactyl irgendwann mal Knirsch erlernen würde. Psychokinese, Mist, das ist eine gute Attacke. Es wird schwer. Komm schon, Biss. Volltreffer. Und Schreck zurück. Mist, Angeberei, unser Angriff geht in die Höhe, allerdings bringt uns das überhaupt nichts, wenn wir Biss einsetzen, weil es ein Spezialangriff beansprucht und nicht den normalen Angriff. Von daher, obwohl wir können dafür jetzt Feuersturm einsetzen, weil wir es einfach drauf haben. Komm, treff. Ja, ich denke mal, Hypno ist besiegt. Unser Angriff ist super hoch, Feuersturm ist super gut und er ist nicht besiegt, na toll. Aber er brennt immerhin und das Doofe ist, wir sind jetzt verwirrt. Psycho Plus. Kopiert die Statusveränderung von Aerodactyl. Heißt, er hat jetzt die hohe gleiche Initiative oder wie? Und Biss. Tja, aber er ist besiegt. Das hat ihm also nichts gebracht. Ich glaube, er hat sogar noch ein zweites Pokémon. Ich hoffe, ich bin dann nicht mehr verwirrt. Bisher habe ich mich noch nicht selbst getroffen. Okay. Unlicht. Ich würde jetzt mal Gary einsetzen. Weil Aerodactyl... Nee, lieber nicht. Es ist verwirrt und ich lasse jetzt auch mal Gary kämpfen. So, setze ich mal Biss ein. Mal sehen, wie viel das abzieht hier. Ach, habe ich ja gar nicht mehr. Ich Schlaumeier, habe ich ganz vergessen. Dann setze ich Surfer ein. Dann setze ich eben Surfer ein. Wow. Ich setze aber keinen Regentanz jetzt ein. Also das bringt jetzt nichts für ein einziges Hypno hier Regentanz einzusetzen. So besonders ist es auch nicht. Ich wollte es eigentlich in meinem Team haben, aber meins hat ja noch nicht mal Hypnose. Das hat dieses freilebende Hypno verlernt. Das finde ich immer bescheuert, wenn das... Ach nee, ist auch bescheuert. Wenn es keine Hypnose hat, dann kann ich ihm auch keinen Traumfresser beibringen, beziehungsweise kann ich ihm, aber es bringt einfach überhaupt nichts. Und dann bringt mir dieses Pokémon nichts und dann kann es von mir aus im PC verweilen. So. Alle Tage hier. Verschlossen im PC. Ach Mensch, das hasse ich immer. Wenn immer so ein KP überbleibt... So, oh ja, der Spezialwert geht runter. Interessiert keinen. Und Kaskade, besiegt Hypno. Ist jetzt nicht unbedingt ein einfacher Kampf gewesen. Weil ich mit den. Ich habe keine richtigen Unlichtattacken außer Biss und Biss ist jetzt nicht so effektiv. Zieht also nicht so viel ab. So. Ah, wieder ein paar Gegner. Zack.
Ich weiß nicht und es kümmert mich auch nicht, ob das, was ich tue, recht oder unrecht ist. Ich vertraue Giovanni und befolge seine Anweisung. Okay, das heißt, er... Okay, das ist dumm. Gut, ein Slowmo kommt. Gift-Pokémon. Aerodactyl. Setzen wir mal Antikraft ein. Antikraft. Ich meine, man muss ja immer selbst überlegen, was man macht. Und man kann es nicht auf denjenigen schieben, von dem man Befehle annimmt, dass er schuld sei. Sondern man trägt selbst die Entscheidung für sein Leben. Und deswegen müsste sie eigentlich selbst überlegen und das tun, was sie für richtig hält und nicht, was andere für richtig halten. Und deswegen hat sie selber Schuld und nicht Giovanni ist schuld, sondern sie. Ist einfach so. Es sei denn, sie wurde so dermaßen manipuliert, dass man darüber wieder heftig diskutieren kann. Alter Mann, der hält aber viel aus hier. Antikraft trifft trotzdem. Bam! Ja, Volltreffer. Sauber! Und wir sind mit Sicherheit Level 48. Das ist ein 52er. Oh Mann, wieder so knapp. Aber Gift-Pokémon... Ich glaube, Käfer war da sehr effektiv. Wenn ich mich nicht ganz irre. Ich setze. Na, Feuersturm setze ich aber nicht ein, oder? Na komm, nochmal Antikraft. Zack. Vielleicht wird es ein Volltreffer. Natürlich nicht. Ah, jetzt geht mein Angriff hoch. Jetzt geht mein Wert hoch. Jetzt geht meine Initiative hoch. Super. Ich glaube, ich bin überhaupt nicht verspätet. Na, vielleicht setzt er Giftblick ein oder so. Eisenschweif. Mist, der trifft auch noch. Und es ist sehr effektiv. Damit sind wir besiegt, aber wir holen jetzt Rammler in den Kampf. Der wird Vielender einsetzen. Wie gesagt, eine Käferattacke. Ich glaube, gegen Gift war Vielender sehr effektiv. Wenn ich mich nicht ganz irre. Vielender! Natürlich irre ich mich. Na gut, ist nicht weiter schlimm. Ist nicht weiter dramatisch. Ein Erdbeben allerdings schon. Denn damit könnten wir jetzt tot sein. Er ist Level 53, Erdbeben sehr effektiv. Aber es zieht nur die Hälfte ab. Im Umkehrschluss setzen wir auch Erdbeben ein. Erdbeben, Earthquake! Hört sich auf Englisch immer wirklich richtig geil an, so ein Earthquake, irgendwie so nach Erdbeerquark oder so. Ne? So. Als nächstes kommt Giflor, Girlflor. Also jetzt mal Schlammbad eingift, müsste sehr effektiv auf Pflanze sein. Also Matschbombe. Matschbombe, blub, 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 blub. Ach, ist normal, weil es auch Gift ist wahrscheinlich. Stachelspore, okay. Jetzt kommt's, Giflor setzt nochmal, Schlafpuder oder so ein. Gibt's ja auch. Gigasauger sehr effektiv, das wird der Tod bedeuten. Fast der Tod wahrscheinlich. Ach, nicht sehr effektiv. Normal, beziehungsweise. Okay, wir sind paralysiert bestimmt. Nee, Matschbaum betrifft. Vielleicht ein Volltreffer. Wäre nicht schlecht. Boah, es sieht aber relativ viel ab. Vielleicht setzt es... Ah, jetzt setzt es auch Matschbaum rein. Nicht sehr effektiv, aber es sieht natürlich 10 KP ab, das ist ganz klar. Also, das wäre ja verwunderlich, wenn das 9 oder 8 nur abziehen würde. Da wären wir ja richtig stark und so, ne? VN-Noob, du bist dran. Nee, Scherz. Den hätte ich vorher wechseln sollen, habe ich vergessen. Das ist blöd. Naja gut, ja. Setze ich ruhig Gary ein, weil Giflor ist jetzt eh besiegt. Obwohl ich habe... Obwohl... Na gut, ich setze Blizzard ein. Ich hätte jetzt wahrscheinlich doch eher Glurak einsetzen sollen. Von Surfer oder Kaskade wäre es nicht sofort tot. Und Blizzard trifft nicht und ich habe mich... Und sie setzt Gigasauger bestimmt ein. Nö, setze nicht, aber jetzt setze Gigasauger ein. Und das bedeutet, ich habe Gyarados aufs Spiel gesetzt und ich kann gleich eh nochmal rausgehen. Obwohl, ich habe so viel Beleber noch. Es ist echt bescheuert, was ich gemacht habe. Ich hätte es ganz locker durchspielen können mit Glurak. Wenn wir jetzt mit Blizzard treffen würden... Treffen wir wieder nicht. Alter, was ist denn hier los mit Gary? Alter, Matschbombe, ja. Natürlich ist Gary jetzt besiegt. Jetzt setze ich Glurak ein, was ich von Anfang an hätte machen sollen. Mit Flammenwurf, aber ich weiß auch nicht. Ich dachte, ich kann ihn locker mit Gyarados schädigen, sodass Gyarados auch mal bald wieder auflevelt. Und jetzt mal Flammenwurf ein und dann ist dieses Giflor besiegt. Das hat es natürlich verdient. Nichts anderes. Giflor! So, 2128. Ich bin am Boden. Tja, das hast du davon. Lieber selbst nachtragen. Du handelst nach bestem Gewissen und Gewissen. Was? Jetzt verstehe ich es. Ah. Ich habe es so eingerichtet, dass du hier durch kannst, wenn du wiederkommst. Warum erholst du... Hey, nicht schlecht. Der Vorstand nach mir ist ein viel gewissenhafterer Trainer als ich. Mach dich lieber auf einen harten Kampf bereit. Das ist ja nett. Vielen Dank. Jetzt denkst du doch selbst nach. Naja, man kann aus seinen Fehlern lernen, ne? Ist ja bewiesen quasi. So, Pokémon.
Jetzt werde ich auch wieder Lavados ins Team holen. Mit dem habe ich, glaube ich, noch nicht einmal gekämpft gehabt. Man mag es kaum glauben, aber es ist so. Ab zum Pokémon Center und diesen Vorstand werden wir noch in diesem Part besiegen und dann sehen wir uns im nächsten Part. Dann werden wir wahrscheinlich den Saphir bekommen und gegen Giovanni ein weiteres Mal, ein drittes Mal antreten, beziehungsweise ein viertes Mal sogar schon. Wir haben ja schon dreimalige Supererlebnisse gegen ihn gehabt. Zuerst war es in der Spielhalle, dann war es in Saffronia City, dann war es in Vertania City als Arenaleiter und jetzt ist es hier auf Island 5. Im Team Rocket Lager. So, komm, zack, zack, zack. Ah, Mensch, dieser blöde Baum, der nervt mich jedes Mal. Ein Tauboga. Und ich habe Lavados nicht reingeholt. Egal, ich schaff's auch ohne Lavados. Weißt du was, das besiege ich jetzt mal schnell mit Antikraft. Ist ja sehr effektiv und dann bin ich 48. Weil, warum nicht? Level 48 kann mir sehr, sehr viel bringen. Im Kampf gegen Giovanni. Weil meine Werte da nochmal anspringen. Zack. 3 KP ist auch schon mal nicht schlecht. 3, 3, 1, 3, 2, 4, okay. Aber ich denke mal, ich hätte ohnehin angreifen können, so zuerst. Von daher hat jetzt die Initiative vielleicht nicht ganz so viel gebracht, aber pff, ist mir wurscht. Jeder Wert zählt, der nach oben steigt. So, Mann, hey, geh da weg. Ein Mauzi. Mauzi! Flüchten wir mal. Und jetzt geht es wieder ins Pokémon-Lager. Toll. Jetzt bin ich endlich da. Mann, ey. Dieser blöde Weg hier. Die ganze Zeit angefallen von diesen unnötigen Pokémon, gegen die ich gar nicht kämpfen möchte. Und hallo, Vorstand. Du stirbst jetzt. Was? Den Heldentod, Youngster. Youngster. Das Verbreiten von Lügen über Team Rocket auf Lösung. Das ist so ein offensichtlicher Versuch, Unordnung in unserer Organisation zu bringen. Glücklicherweise schenken wir den Lügen eines Kindes keinen Glauben. Und nun zeige ich dir, wie grausam und wütend ein Erwachsener sein kann. Ach so, die denken noch, Giovanni würde das leiten, aber Giovanni hat ja aufgegeben quasi und die glauben mir nicht. Und nachdem ich den besiegt habe, werden sie mir wahrscheinlich glauben. Ein Golbat. Das ist nicht gerade stark. Level 53? Tö. Tö. Also für mich ist es überhaupt kein Problem. Antikraft, besiege ihn los. Sehr effektiv und zieht nicht ganz alles ab. Komm, alles hoch. Schade. Konfustrahl, das kann durchaus gefährlich werden. Mal sehen, ob er Top-Genesung einsetzt oder Hypertrank. Oder Supertrank oder normalen Trank. Ich würde wenn sagen, eine Top-Genesung. Aber er wird tot sein, wenn ich jetzt angreifen darf. Ich darf aber nicht angreifen. Super. Der hat mit Sicherheit auch irgendwie eine Gestein-Attacke, oder? Nee, Spukball hat er. Eine Geistattacke. Interessant. Und wir sind nicht mal verwirrt und damit ist Golbat besiegt, wenn wir treffen. Jawohl. Und jetzt hat er nur noch zwei Pokémon. Mal sehen, was er so anzubieten hat. Vielleicht ein Nidoking, ein Nidoqueen. Ein Slimog. Ein Hundemon. Cool. Das ist ja geil. Er hat einen Hundemon. Der sieht cool aus. Obwohl, naja, in anderen Editionen sieht er etwas besser aus. Antikraft. Bam. Sehr effektiv. Und Hundemon ist so gut wie besiegt. Komm, Werte, 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 Werte. Yeah. Angriff steigt. Verteidigung steigt. Spezialangriff steigt. Initiative steigt. Spezialwert steigt. Eisenschweif. Auch das sehr effektiv. Aber... Oh! Dieses Steigen, das hat uns gerade den Arsch gerettet. Da kommt ein Hypertrank rein. Bringt ihm aber nicht mehr viel. Ich glaube, ich habe noch zweimal Antikraft. Das heißt, Hundemon wird besiegt sein. Oder vielleicht wird schon alles, die ganzen KPs mit einem Schlag abgezogen. Ja, so ist es sogar. Sehr gut. Und guck dir das mal an. Angriff steigt. Wert steigt. Das bringt uns jetzt eh nichts mehr. Initiative steigt. Spezialangriff steigt. Das ist wichtig. Spezialwert bringt uns auch nichts mehr. Wir haben nur noch 2 KP. Und Hundemon ist besiegt. Und da gibt es nochmal sage und schreibe 2400 drauf. Ein Smogmog kommt als letztes Pokémon hier rein. Setzen wir nochmal Antikraft ein. Können wir nicht mehr, super. Wenn das nicht trifft, komm, Flügelschlag noch einmal. Immerhin, dass wir getroffen haben. Mit unserer Verstärkung. Spukball und damit ist Aerodactyl besiegt. Ich muss sagen, es ist ziemlich einfach hier. Dieser Vorstand ist sehr, sehr schwach. Also da hätte ich noch nicht mal ins Pokémon Center, glaube ich, rennen müssen. Ich habe mit einem Pokémon schon die Mehrheit seiner Pokémon zerstören können. Flammenwurf. Das wird vielleicht jetzt alles abziehen, wenn ich Glück habe. Und, na, nicht ganz. Matschbombe, ja, vielleicht vergiftet.
Das ist immer so das Risiko, wenn man so Giftattacken entgegengesetzt bekommt. Stärke, ja. Und wir haben den Forscher besiegt. Mal sehen, was er jetzt sagt zu seiner Aufteilung. Dass Team Rocket sich in alle Richtungen verstreut hat und sich komplett aufgelöst hat. Mal sehen. Ja, du warst zu stark. Das ist der Orden von Giovanni. Es ist also wahr. Team Rocket ist Geschichte. So sieht's aus, mein Freund. So sieht's aus. Wir werden dieses Lager verlassen, aber denke bloß nicht, es wäre erledigt. Ich lasse nicht zu, dass dies das Ende ist. Ich werde Giovanni finden und ich werde Team Rocket auferstehen lassen. Das werde ich. Bis dahin, lebe wohl. Wo ist der Saphir? Hier oben? Ah, da haben wir ihn ja. Fast hätte ich den Saphir für viel Geld verkaufen können. Dann musstest du kommen und alles kaputt machen. Fufu, 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 fufu. Es gibt keinen Erbarmen für dich. Okay, soll das ein Kampfschrei sein oder soll das... weil du aufgeregt bist oder so sein. Ja, ist tatsächlich ein Wissenschaftler oder ein Forscher. Voltubal, mal sehen, wie stark er ist. Deutlich schwächer auf jeden Fall. Jetzt müssen wir den auch noch besiegen. Wir müssen jetzt... Eigentlich haben wir es für uns beansprucht und der hat es uns geklaut. Und wir müssen darum jetzt auch noch kämpfen. Egal, ich werde ihn jetzt verbrennen. Ich werde seinen ganzen Pokémon verbrennen. Wer kommt als nächstes? Elektroball, nochmal Flammenwurf. Ich weiß ja, Donner oder Donnerblitz oder Funksprung. Dennoch werde ich ihn sofort schrotten versuchen. Ladevorgang? Das ist doof. Wenn jetzt Flammenwurf nämlich ein Volltreffer ist. Alter, diese blöde Werbung hier mal. Ich will das nicht upgraden. Ich will es nicht für Geld kaufen. Jetzt nervt mich. So. Und Elektroball durch einen Volltreffer besiegt. Ladevorgang hat also nichts gebracht. Und wir sind Level 48. Das ging schnell. Blum. Dililim. Mal sehen, wie die Werte anspringen. 3, 2, 2, 3, 2, 3. Sehr schön. Alles, was über 100 ist, ist schon legendär eigentlich. Ja, wir rushen hier mit Loot durch. Keiner hat eine Schnitte gegen mich. Und vor allem gegen Loot. Zack, Flammenwurf sehr effektiv gegen Magnetilo. Und ist natürlich tot sofort. Das ist überhaupt keine Frage wert. Würde auch tot sein, wenn es normal wäre. Vielleicht auch, wenn es... Na, nee, doch nicht. So, 876. Magneton, Flammenwurf sehr effektiv. Auch tot. Was hat es dann noch? Ein Raichu vielleicht? Oder was hat er dann noch? Ja, mal sehen. Ich könnte mir vorstellen, ein Raichu oder ein Pikachu. Oder was gibt's noch? Ja doch, eigentlich ein Raichu wahrscheinlich. Könnte ich mir wie gesagt vorstellen. Oder noch ein Magneton oder noch ein Elektroball. Obwohl das kaum Sinn ergeben würde. Ein Porygon? Typ Psycho? Das ist ja interessant. Porygon! Fährte von Porygon erkennt Großband von Loot. Das heißt, das macht es unschädlich oder wie? Hm, Flammenwurf. Gegen Psycho wäre Vielender sehr effektiv. Von Ramla. Und Flammenwurf zerstört so gut wie Porygon. Porygon setzt Triplette ein. Kraft von Feuer, Donner und Blizzard. Aber alles normalisiert sich. Keine Attacke sticht heraus. Von daher ist es nur normal. Und ein Volltreffer besiegt jetzt und besiegelt das Schicksal von Porygon. Zack, du wirst besiegt. Und jetzt gib mir deinen Saphir zurück. Sonst werde ich noch andere Seiten aufziehen. Mist, Mist, blöder Mist. Wenn ich ihn nicht verkaufen kann, ist er wertlos. Nimm ihn und lass mich in Ruhe. Saphir erhalten. Sehr gut, wir haben damit den Saphir erhalten und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Pokémon Feuerrot. Bis dann.